Hallo, grüß euch. Ich bin der Tom vom Skitest vom König Ludwiglauf. Ihr seht, ich bin mit der Machos gelaufen. Beweis wie gewohnt. Kleber ist drauf vom Lucky. Die Bedingungen, der was selber mitgelaufen ist, der weiß, wie es war. Es war recht schwierig, war wieder Neuschnee drin, wieder weich. Wieder nicht unbedingt meine Lieblingsbedingungen, aber diesmal haben wir gedacht, jetzt mache ich es ein bisschen anders, laufe mit ein bisschen einem gröberen Schliff wie letzte Woche beim Dannheimer. Und das muss ich sagen, hat gut funktioniert. Also im Wald war er sehr gut, da ist ein bisschen feuchter gewesen. Draußen war es ein bisschen trockener, windverblasen, da war er auch noch okay, ist noch gut drüber gegangen. Und extrem gut war er auf die letzten 3, 4, 5 Kilometer am Bach entlang. Also war von dem her, habe ich glaube ich die richtige Skiwahl getroffen. Die Verhältnisse waren eben, wie gesagt, weich und ein bisschen uneben, wobei der Veranstalter sich das Maximum gemacht hat, was drin war. Also es war perfekt organisiert und die Strecke war perfekt präpariert. Aber eben, wenn es natürlich einen Haufen schneit in der Nacht bzw. während dem Rennen, ist es nicht so leicht, eine optimale gerade Spur zusammenzubringen. Und darum habe ich mich für Machos entschieden, weil er sehr weich ist. Ihr seht, das ist ein ganz weicher Ski. Das habe ich auch dann in der Vorstellung von Machos eben auch schon erwähnt, dass der so drüber schwimmt über Unebenheiten, und ich muss sagen, das hat genau passt. Der Plan ist aufgegangen, ich habe natürlich auch davor getestet, muss ich sagen, 2, 3 Tage, und freue mich natürlich, dass das hingehört hat. In meiner Altersklasse habe ich gewonnen, und ja, ich freue mich auf kommendes Wochenende. Lässig wäre dann, wenn natürlich die Verhältnisse ein bisschen kompakter werden, dass ich ein bisschen mehr Chance habe zum weiter vorne sein, aber trainiert brav die Wochen, Kaiserlauf steht an und alles Gute nächste Woche. Servus, fertig.